Bis Dezember 2005 sind täglich noch 4 Personenzugpaare zwischen Blankenburg und Elbingerode unterwegs. Im Einsatz bleibt die Baureihe 218. Für den Verkehr im Harz erhielten einige 218 die notwendige Steilstreckenzulassung. Seit 2001 sind da nur noch Wendezüge gekuppelt. Man fragt sich, warum nicht die alten E-Loks weitergefahren sind. Es gibt einen Grund. Die 171er waren in die Jahre gekommen und hatten keine Türschließeinrichtung. Eine Nachrüstung der TBO lehnte DB Cargo seinerzeit ab. So konnte 5 Jahre lang die Baureihe 218 auf der Rübelandbahn heimisch werden. Im Juli 2005 wird der Abschnitt Blankenburg-Elbingerode von DB Netz zur Übernahme ausgeschrieben. Den Personenverkehr bestellt das Land Sachsen-Anhalt zum 11. Dezember 2005 ab.